Guten Morgen, Ostermontag. Heute ist kalt und ein guter Grund, jetzt hier auf der Matte zu sein mit mir. Ich freue mich. Udo hat mir gerade gesagt, es sind 10 mit mir. Toll. Es geht um die Atmung, dich reinigen und klar werden im Kopf. Und Atmen im Yoga hat eine besondere Stellung und wird auch geübt und heißt Pranayama. Wir lenken den Atem und wir befeuern unser System. Wir klopfen die Lunge aus und atmen allen Dreck, den wir angesammelt haben, über die Luft von außen oder der Muff von zu Hause, wie auch immer, atmen wir aus. Und dann gucken wir wieder, wie es am Ende ist. Aber zunächst mal leg dich flach ab auf den Boden und für später ist es gut, du hast einen Block und eine Decke unter dem Popo, damit wir ein bisschen länger sitzen können. Okay. Jetzt legst du dich ab und ich schlage die Klangschalen und sage euch ein paar schöne Wörter dazu. Ja, okay, ich nehme an, ihr liegt jetzt. Schließe deine Augen und mit einem Atemzug etwas Weichheit in dein Gesicht kommen lassen. Also glätte die Falten und lass die Augen nach außen in den äußeren Rand rutschen. Das ist so, als würdest du weit in die Ferne gucken. Und vielleicht schenkst du dir Vorstellung heute Morgen ein Lächeln. Schenkst du dir selbst ein Lächeln. Ja, und dann lässt du ein wenig den Unterkiefer hängen. Beruhigst die Zunge im Mundraum. Öffnest die Ohren für den Ton, der jetzt folgt. Atme von der Nase in den Bauch, weite deine Rippenbögen. Der erste Ton der Klangschale folgt jetzt. Atme tief durch. Und komme an, hier und jetzt. Der zweite Ton. Lege dich noch mehr auf den Boden ab, so als würdest du die Knochen hinlegen auf der Matte. Weiter deinem Atem folgen und mit jedem Ausatemzug das Denken mehr abgeben und die Spannung im Körper. Der dritte Ton folgt. Erfrische dich mit deinem Atem. Alle deine Zellen. Und nun öffne deinen Mund, atme tief ein und laut, laut durch den Mundraum aus. Und wiederhole es nochmal.
dass die Rippen beim Ausatmen fallen. Lege deine Hände aufs Brustbein und klopfe ganz sanft das Brustbein ab. Klopfe dein Brustbein ab. Ich mache jetzt die Musik an und dann bewegen wir uns erstmal in einem Flow locker, ganz locker durch. Du beugst schon einmal deine Beine zur Brust, wiegst dich ein wenig und atmest nochmal tief aus. Und ganz wie du möchtest, rollst du dich nach oben, kreuzt deine Beine oder bringst sie zur Seite und streckst dich schon in den herab, in deinen ersten herabschauenden Hund. Schaust auf deine Handflächen, Handgelenk ist balanciert und du greifst mit den Bären in die Matte und versuche deine Arme und deinen Schultergürtel anzuheben, nach hinten in den Rücken, während du mit einem tiefen Atemzug das Herz fallen lässt. Sehr gut. Und dann kommst du mit mir auf die Knie, öffnest die Knie, die Füße gerne entspannt hinten zusammen, kommst zurück in die Kindsposition und legst beide Hände hinten aufs Kreuzbein und streichst dir das Kreuzbein nach unten ab und streichst dir über den Po aus. Und dann greif mal nach außen zu den Hüften und heb dir die Hüften gedanklich breit und wiege mal mit der Hand, mit dem Becken in die Hand. So als würdest du das Becken herausschieben in deine Hand. Gut. Und dann weite die Schulterblätter und roll dich von unten nach oben auf. Setz dich auf den Fersen ab, schnauf tief durch. Wenn du kannst, bleibst du sitzen, ansonsten gehst du auf die Knie hoch in den Kniestand. Heben wir einmal die Schulterblätter nach hinten und drücken sie im Hinten zusammen, so als wollten wir explizit die Flügel im Rücken schließen. Und dabei streckst du die Krone hoch heraus, als würdest du dich wirklich lang strecken wollen wie ein Schwan. Gut, und dann kommst du zurück, streckst deine Arme nach vorne aus und machst das Gegenteil. Spann die Blätter breit im Rücken, stell dir vor, du hast dein Lenkrad in der Hand und du hebst jetzt deinen Brustkorb nach hinten zwischen die Schulterblätter, senkst deinen Kopf ab und atmest mal tief ein und aus. Zwischen die Schulterblätter atmen und die unteren Rippen hinten im Rücken aus dem Beckenkamm hebend oder die Nieren hebend. Bist du rund in deinem oberen Rücken und streckst kraftvoll die Faust nach vorne. Und dann kommst du zurück raus. Wir setzen wieder die Hände nach vorne auf die Matte. Schau, dass das Handgelenk balanciert ist. Du greifst in die Matte hinein. Du streckst deinen Trizepsmuskel hinten, der Armstreckmuskel, zurück in die Schulterblätter, das zieht sie breit und dann hebst du dich erneut in den herabschauenden Hund und du siehst, wie ich versuche, die Arme zu strecken, raus aus meinem X zu bringen und dann wiegen wir die Blätter in den Rücken und versuch dir zu sagen, dass Arm und Schulterblatt zurückgehen oder sich anheben, während der Brustkorb sich tief in die Erde senkt. Das ist eine Gegenbewegung. Hebe deine Schulterblätter zurück, streck dich in deinen Armen und stretch den Brustkorb in den Boden. Atme tief. Atme tief. Knie sind gelöst. Wunderbar. Und dann lauf nach vorne. Lauf nach vorne. Stell die Füße angenehm breit auf, häng dich über den Leistenraum aus, beug dich in deinen Beinen, zieh dir ein bisschen die Wade hinten hoch und dreh dir das Schienbein leicht nach innen. So ist es gut, streif dir mal die Unterschenkel ab, geh mit dem Daumen entlang des äußeren Randes vom Schienbeinknochen hoch und greif dir hinten mit den Fingern in den Zwillingsmuskel hinten rein, dieser dicke Bauch der Wade.
Und dann streifst du mal mit den Händen weiter hoch ab zur Hüfte, bis du die Hüfte hast. Halte sie fest in deinen Händen und gib dir selbst Stabilität mit dem Becken in die Hand und roll die Wirbelsäule von unten nach oben auf. Atme tief ein, atme tief aus. Tadasana, der Berg. Nimm deine Hände an die Schulterkappen, weite die Schulterkappen weit in den Raum nach außen und sag dir immer wieder, der Kragen geht auf, die Ohren schweben nach oben, einatmen. Presst du deine Schulterblätter im Rücken zusammen und dehnst deinen Brustkorb aus den Schulterblättern, die du zusammenschiebst, ein wenig vor. Geh gut mit dir um und atme mal wieder ein und aus, dass die Luft in deinen Körper kommt. Gut, und dann rollen wir uns wieder nach unten, Kinn zu deinem Brustbein. Brustbein hebst du an, streck dich in deinem Bauch. Roll dich nach unten, löse dich in deinen Knien. Sehr gut. Nimm den Blick nach vorne raus, atme tief ein und streck den Beininnenraum nach innen und hinten. Setz deine Hände ab und kehre wieder mit mir in den herabschauenden Hund und schau. Du balancierst erstmal dein Handgelenk, du greifst mit den Bären in die Matte. Nun zieh den Trizepsmuskel, das ist der Armstreckmuskel. Den ziehst du hoch zum Schulterblatt, spann das Schulterblatt in den Rücken und dehne ein breites Segel, Brustkorb in den Boden. Krieg nochmal deinen Armstreckmuskel mit. Der ist aktiv zum Schulterblatt, hoch vom Ellenbogen. Sehr gut. Kommst du mit mir auf die Knie, Knie breit. Setz dich mal nach hinten ab auf den Po. Richte dich mit mir auf. Dann setzen wir die Hände in Admanjali, den Popo so ein bisschen hinten rausrollen, leichtes Hohlkreuz, langgezogene Rippenbögen hoch unter die Decke in Admanjali. Schau, dass die Arme wirklich in einer Linie stehen. Der Ellenbogen ist außen, der Daumen zeigt zum Herz, spreize die Finger, Kraft auf deine Hände. Und nun hebe den Herzraum an und aktiviere die Bauch. Streckung, tief ein- und ausatmen. Löse dich, ohne das Herz, das du hochhältst, fallen zu lassen. Dein Atem fällt, aber nicht dein Herz. Nochmal. Lass die Rippen fallen und bleib mit deinem Herzraum hoch oben über deinem Becken. Noch einmal. Sehr gut. Wir lösen auf. Wir krabbeln nach vorne, Pantherspfoten, greif in die Erde hinein. Ja, versuch wieder deinen Trizepsmuskel zurückzuspannen zu deinem Schulterblatt, indem du die Hand vorstreckst und am Trizepsmuskel Spannkraft aufbringst und zurückspannst zum Blatt. Nun halte diese Spannung und schieb die Blätter nochmal breit im Rücken. Roll dich von hinten nach vorne auf. Und setz die Füße auf und streck dich mit mir in den herausschauenden Hund und wiege dich erstmal rein. Dann nimmst du den Kopf hoch. Und jetzt versuchen wir wieder die Schulterblätter zurückzuziehen, die Hand zurück zum Becken, während du den Brustkorb vordehnst. Atme tief ein und aus, streck dich an den beiden Innenseiten und komm zurück in den herabschauenden Hund. Wieder sanftes Wiegen. Und jetzt schau, deine Ellenbeugen zeigen zueinander. Benutze diesen Armstreckmuskel und hebe die Blätter zurück in den Rücken und dehne deinen Brustkorb. Mit tiefen Ausatemzügen jetzt zum Boden. Einatmen. Spanne den Trizeps. Ausatmen. Lass das Herz fallen. Und nochmal. Spanne den Trizepsmuskel zum Schulterblatt. Atme ein. Atme aus und halle mit deinem Herzraum. Sehr gut. Noch einen. Einatmen, ausatmen. Nutz den Trizepsmuskel. Und halle mit dem Herzraum. Sehr gut. Komm mit mir nach vorne vor. Stell deine Füße wieder hüftgelenksbreit auf. Streck mal die Hände hinter die Füße, so wie das geht. Und dehne den Rücken lang nach unten. Jetzt versuche, deine Beininnenseiten stramm nach oben zu ziehen, während du den Rücken breit machst.
Ein breiter Rücken, so wie ein Rücken der großen Landschildkröten. Sehr gut. Nimm den Blick nach vorne. Greif dir über die Wade nach oben. Geh am Schienbeinmuskel entlang bis zum Knie. Knete dir das äußere Knie. Geh weiter hoch. Über diese Faszie der Beinaußenseite, bis du am Hüftgelenk bist. Reib dir das Hüftgelenk und jetzt halte dir das Hüftgelenk, wie wäre es ein Fahrradlenker. Und roll dich auf. Bauchmuskeln benutzen. Bauchmuskeln benutzen und nach oben hoch. Tief durchatmen. Jetzt breiten wir die Arme zur Seite auf, aus und lass deine Schulterblätter nach unten sinken in den Rücken. Und nun zieh die Schulterblätter mit den Rautenmuskeln hinten zusammen. Das sind die Muskeln, die zwischen dem Schulterblatt und der Wirbelsäule sitzen. Und sie können sich zusammenspannen und weit. Und nochmal zusammenspannen, hinten Rücken und weit. Noch einmal, atme tief durch. Zieh diese Muskeln im Rücken zusammen und löse. Nach oben hin. Tadasana, den Berg. Nun dreh deine Schulter, dreh deine Arme. Und nun spann das Schulterblatt zurück in den Rücken. Dadurch kriegst du Weite am Brustkorb. Einatmen, ausatmen, Hände an deine Hüften setzen. Darum schaukelt das Becken, lange Rücken-Tischposition. Ausatmen, gib dir nach und dehn deine Hände nach unten. Wieder den Rücken der Schildkröte sich vorstellen, breit nach vorne lehnen in den Raum. Einatmen, hebe deinen Blick nach vorne, roll deinen Nacken breit und ausatmen. Setzt du deine Hände, kommst zurück in den herabschauenden Mund und schau, das Handgelenk ist balanciert. Die Hände greifen, benutzt wieder den Trizepsmuskel für ein breit gefächertes Schulterblatt und dehne den Brustkorb dazwischen. Halte deine Armmuskeln und dehne den Brustkorb tief in die Erde. Löse dein Kniegelenk und weite die Kniekehle oder softe die Kniekehle. Kommst du mit mir auf die Knie, kniebreit, setz dich wieder mit mir ab und schnauf einmal tief durch. Sehr schön, nimm die Arme nach vorne, roll die Schulter breit und hebe die Halsgrube. Hebe die Halsgrube, Faust, weite hinten zwischen die Schulterblätter, aus dem Bauchraum. Nach hinten in breite Schulterblätter strecken. Du hebst du deine Arme an. Habt ihr den Bauch noch lang und schmal? Einatmen. Nun dehne deine Arme so zurück, als würden die Schulterblätter sie zurückholen in den Rücken. Heb den Brustkorb. Sehr schön. Weite dich und spanne den Herzraum auf. Zieh die Schulterblätter im Rücken zusammen und den Bauch ganz lang. Wunderbar, setz deine Arme wieder ab, tief durchatmen. Schau, das Handgelenk, das balanciert wieder. Du benutzt den Trizepsmuskel für einen breiten Nacken. Roll dich von hinten nach vorne auf und nutze deine Bauchmuskeln und streck dich mit mir in den herausschauenden Mund. Jetzt schaust du einmal mehr, atmet an die Beininnenseiten, streck sie lang aus dem Bauchraum heraus nach hinten und hebe als Gegenspiel die Halsgrube lang an und kehre mit mir zurück in den herabschauenden Mund. Jetzt beuge deinen Rücken und geh wieder in das Bild der Schildkröte. Atmet. Während du den Schildkrötenrücken baust, versuchst du den Trizepsmuskel stramm zu haben. Und dann beugst du dich. Jawohl. Und nochmal einen tiefen Ujjayi-Atem, einen tiefen Ujjayi-Atem. Kommst du nach vorne vor. Atme tief ein. Weite dich. Atme tief aus. Und geh in die Vorbeuge. Nun öffnet sich dein Gesicht zu den Füßen. Der Nacken rollt sich breit. Die Beininnenseiten ziehen nach oben. Nimmst du deine Hände an die Hüften, atme, schüttel deine Hüften aus. Weite in deinem Brustkorb, über die Tischposition, einatmen, kommst du nach oben hoch. Deine Arme gehen wieder in die Seite, atme. Streck die Fingerspitzen zur Seite raus. Nutz den Trizepsmuskel und spann diesen Muskel so, dass du merkst, dein Brustkorb hebt dich.
Nimm den Blick nach oben, einatmen, streck dich hoch. Hier noch einmal. Deine Arme drehen sich vom Schultergelenk bis hoch in deine Fingerspitzen, so dass der Nacken breit wird. Nun nutz wieder den Trizepsmuskel. Das zieht dir die Muskeln, das zieht dir die Schulterblätter im Rücken auseinander. Atme. Jetzt brauchst du nur noch den Bauch einzuziehen und dich lang zu machen bis in den Hals. Einatmen, ausatmen. Komm mit mir in Utkatasana, den Hocker. Im Hocker die Schulter senken. Faust nach vorne. Mach dich mal breit in deinen Schulterblättern. Heb den Brustkorb hinein und streck den Po hinten heraus. Faust, Spannkraft in deine Faust. Tiefer gehen. Hinten raus schieben das Gesäß und vorne die Knie wippen über die Füße. Und geh mit mir weiter in Uttanasana, die Vorbeuge. Entspann den Rücken und warte ab, bis du wieder das ganze Kreuz wie ein breites Segel gespannt hast. Lehn dich hinein. Dafür braucht es ein wenig Bauchmuskeln, damit man in den Rücken hineinspannen kann. Sauge das innere Bauchnetz ein und weite dich in deinem Rücken. Jetzt einatmen, schau nach vorne vor. Die Schulter rollt breit. Einatmen, ausatmen. Komm nochmal in den herabschauenden Mund. Balanciere dein Handgelenk, greife in die Matte. Bevor du dich schnell zurückdehnst, spann die Armmuskeln so an, dass du Breite erfährst in der Schulter. Dann wiege dich zurück. Jetzt wieder einen tiefen Atemzug durch den Herzraum lassen. Atmet ein, atmet aus durch den Herzraum. Halte die Arme stabil und werde weich im Herz in der Ausatmung. Sehr gut. Und dann kommst du noch einmal mit mir auf die breiten Knie. Setz dich zurück. Setz dich zurück. Sehr gut. Und jetzt gehen die Arme in die Seite. Senk die Schulter weit weg von den Ohren. Dreh ein, deine Arme eindrehen. Hinten in Admanja, die hinter den Rücken greifen. Der kleine Finger ist hinter deinem Herz. Optional. Und jetzt versuchen wir mal, die Schultern hochzuheben, nach hinten zu bringen. Und jetzt wölbst du deine Brust über den kleinen Finger hoch. Der kleine Finger arbeitet hinter den Herzraum hinein. Versuch, die Halsgrube weit zu machen. Den Po gerne ein wenig hinten rausstrecken. Sehr gut. Langer Hals, langer Hals. Äußere Achsel weit nach außen. Sehr gut. Die Blätter im Rücken zusammen. Wieder tief atmen. Wölbe dich in einem kleinen Bogen. In einem kleinen Bogen. In einem breiten Schultergürtel nach hinten heraus. Einatmen, ausatmen. Kommst du zurück raus und gehst in die Gegenbewegung. Streck die Faust nach vorne. Weite deinen Nacken. Heb den Brustkorb hinein. Mach dich jetzt ganz rund. Kippe das Becken. Nutz die Bauchmuskeln. Lehne dich zurück. Ja, sehr gut. Und komm wieder zurück raus. Greif mit den Händen nach vorne. Schnauf wieder tief durch. Wiege dein Handgelenk. Greife in die Matte. Nun erst Spannkraft in deinen Trizepsmuskel, bis du merkst, die Brustmuskulatur zieht sich auseinander. Die Schulterblätter sind ein breiter Fächer. Und du dehnst dich mit deinem Gesäß aus den breiten Armen und breiten Rücken zurück. Einatmen, ausatmen, roll dich auf. Nutz deine Füße und streck dich mit mir in den heraufschauenden Hund. Urdhva Mukha Svanasana. Gewichte die Hand, bring die Blätter im Rücken zurück und hebe die Halsgrube. Nun streck dich in deinen Beinen. Versuch die Knie mal ein wenig hochzuheben und Spannkraft in die Beine. Einatmen, ausatmen, zurück in den herabschauenden Hund. Sehr gut, hebe die Zehen hoch. Hebe die Zehen hoch und hebe die Kniescheibe hoch. Hebe die Beininnenseiten hoch und versuche eine breite, stabile Hüfte zu bauen. Das heißt, du drückst in den äußeren Raum, du spannst die Beinaußenseiten an. Tief durchatmen und wieder zurück auf die Knie. Diesmal sind sie hüftgelenksbreit.
Komm mit mir nach oben. Atme tief ein und nimm das rechte Bein nach vorne vor. Greif mit deinen Händen nach innen, so hast du eine Linie und dehnst dein Knie nach vorne. Dehn dein Knie nach vorne und streck das linke Bein nach hinten aus. Komm wieder zurück. Nun nimmst du den Fuß mit, deine Ferse verlängert sich raus. Halte die Ferse da, wo sie ist, sie zieht sich nicht zurück. Balanciere dich rechts und links und verneige dich tief nach unten. Deine Wirbelsäule ist gefühlt parallel zu deinem rechten gestreckten Bein. Senke das Steiß ab, sinke. Versuch deine Bauchmuskeln zu halten, damit du nicht wegsackst zur Seite, breit in deinem Nacken. Wieder tief, tief durchatmen. Wunderbar. Kommst du zurück. Komm zurück. Und setze das Bein nach hinten und du dich wieder ab. Sehr schön. Richte dich aus. Kraft aus deinen Beinen holen. Linkes Bein nach vorne. Satt stehen. Und nun wiegst du dich nach vorne. Streck dein rechtes Bein lang nach hinten heraus. Schiebe das Knie kraftvoll nach vorne. Sehr gut. Hände wieder nach innen setzen und zurückdehnen. Nun nimmst du den Fuß mit, deine Ferse bleibt stehen, wo sie ist. Wie weit kommst du nach hinten? Balanciere dich über die Seiten aus. Versuch, die Ferse stehen zu lassen. Dehn dich mit deinem Becken zurück. Nutz die Bauchmuskeln, hol sie nach innen und spanne dich nach unten zu deinem Fuß. Wieder tief atmen. Gut, vielleicht kannst du dich fast absetzen. Und komm wieder nach vorne vor. Sehr schön. Richte dich mal auf und hol das Bein zurück und setz dich wieder ab. Wieder tief durchatmen. Wir bringen jetzt die Kraft auf die Unterarme. Richte dich wieder über den Fußspann und über dem Schienbein auf. Nimm die Bauchmuskeln mit, roll die Schulterkappe breit. Sehr gut. Falte deine Hände. Handgelenke sind beieinander, die Ellenbögen gehen auseinander. Setz vor dir ab. Handgelenk ist aktiv im Boden und nun schau dir erstmal, dass ihr wieder tief durchatmet. Wieg den Nacken breit und wieg dich nach vorne vor. Drück dich wieder ab. Wiederhol das nochmal. Und komm nach vorne vor und wiege dich zurück. Gut. Jetzt schauen wir beim nächsten Mal. Nutz den Trizepsmuskel, spann das Blatt breit und dehn dich hinein. Sehr gut. Nun stütz dich ab auf deinen Unterarm, flexe deine Füße und jetzt Kraft ins Handgelenk, Kraft in die Elle, drück dich aus der Elle heraus. So, der Blick schaut ins Dreieck der Hände, atmet. Kein Druck auf den Nacken aufbauen. Versuch, die Blätter breit zu kriegen und dich hochzuheben. Aus beiden Armen hochheben. Wunderbar. Versuche, Kraft in deinem Trizepsmuskel aufzubauen. Und schau mal, wie viel Kraft, wenn du diesen Muskel wirklich spannst, kommt über die Seiten in den Bauch hineingeflossen. Also wenn du deine Seiten benutzt, nochmal, dann benutzt du die Muskulatur an den Seiten, Trizeps, Schulterblatt, Rippen und dann ab zum Bauch. Gut, und dann kommst du erstmal wieder zurück, schnaufst tief durch. Wir setzen uns ab, rollen die Waden nach außen und wiegen uns zwischen die Fersen, wenn es geht. Ansonsten gehst du einfach so weit, wie es geht, in deine Knie hinein. Komm nochmal raus und greif dir hinten in die Kniekehle, dass die Kniekehle etwas mehr Platz hat. Drück dir die Waden so ein bisschen nach unten und dann nochmal reinsetzen. Jetzt knetest du dir mal deinen Oberschenkelmuskel wirklich durch. Greif rein, melk diesen fiesen, gespannten Muskel. Bei mir ist der wirklich immer schlimm. Ja, so viele Impulse. Aktivitätsimpulse drin in diesem Muskel. Richtig schön durchkneten. Der hat mehr mit dem Atmen zu tun, als du dir denken kannst. Dein Oberschenkelmuskel, wenn der entspannt ist, atmest du gut durch. Ja, greif dir den nochmal ab. Super. Und dann
versuchen wir uns ein wenig nach hinten zu dehnen. Mach mal gar nicht so viel mit dem Becken, sondern versuch wirklich die Leine Kniebecken zu benutzen. Die Leine Kniebecken zu benutzen. So, und dann saugst du so ein bisschen den Nabel nach innen oder die Bauchmuskeln zusammen, als würdest du aus den breiten Knien und der breiten Hüfte ein Zentrum bauen. Im Bauch, schnauf tief durch und dehn dich noch ein Stückchen zurück. Ist gut. Und noch ein Stückchen. Ran an den Oberschenkelmuskel, nicht irgendwo und im Becken, zieh an diesen Muskel. Zieh diese Tüte lang und melke mit dem Knochen von innen dagegen. Mein Oberschenkelknochen drückt so ein bisschen in die Faszie hinein. Jawohl. Und dann kommen wir wieder zurück. Sehr gut. Ah, wir setzen die Hände noch einmal für den herabschauenden Hund. Ah, du Mukha Svanasana. Jetzt krieg wieder die Kraft in den Trizepsmuskel. Power in deine Armmuskeln hinein. Wiege dich zurück. So, jetzt unterscheide. Dein Arm mit dem Schulterblatt ist ein Energiezirkel und dein Rumpf und die Mitte ein anderer. Also stabilisiere dich mit einem tiefen Atemzug über deine Arme und bring die Blätter zurück. Dehne den Herzraum in den Boden. Sehr gut. Komm mit mir nach vorne vor. Schnauft mal durch, macht euch locker in den Beinen. Stell die Füße ab. So, jetzt fällt der Kopf. Nimm die Hände einmal hinter den Kopf, Kraft in deine Beine, Kraft vor allen Dingen in die Hüften, nach außen. Saug den Nabel ein, benutz mal deine Bauchmuskeln vorne. Das, was weich ist, spannt sich. Und dann kommst du nach oben hoch, streck dich hoch heraus. Nun fällt dein rechter Arm nach unten und lege ihn an die Außenseite. Dreh deinen Arm, krieg mit, dass die Schulter wirklich rotiert, spann. Dein Schulterblatt und deine ganze Seite zurück nach hinten und neige dich in einen Bogen nach rechts. So, jetzt beachte die Gegenbewegung. Dein Arm und dein Blatt strebt nach hinten und dein Brustkorb weitet sich nach vorne. Tief durchatmen. Und nochmal, krieg diese Gegenbewegung mit. Arm, Schulterblatt, Achse zurück in den Rücken. Brustkorb nach vorne gegenbewegen. Zwei verschiedene Bewegungsvektoren. Saug den Nabel ein. Sehr gut. Und komm wieder zurück. Durchatmen. Dreh deinen rechten Arm nach oben. Schulterkappe breit. Streck dich im Arm. Trizepsmuskel wirklich spannen. Na, das werden wir gleich für den Atem merken, dass auch die Arme ganz wichtige Elemente sind, damit der Atem so richtig in die Fülle kommt. Schau nach oben zu deiner Hand, differenziere, Brustkorb vor, Arm spannt zurück. Ne, nicht ins Schultergelenk drücken, sondern die ganze Achse zieh nach hinten, die ganze Rückenfaszie zurück, Brustkorb vor. Und dann gehst du in die Seite, streck dich aus der Lende raus und spann den Arm nochmal zurück. Spann ihn nochmal zurück. Deine linke Hand ist an der Hüfte und am Bein. So, gleiche Bewegung. Brustkorb vor, Arm zurück. Und komm wieder zurück raus. Sehr gut. Öffne deine Füße breit auf deiner Matte. Und hab die Füße wirklich parallel, ein Dreieck. Und aus dem Dreieck ziehst du aus dem Bein die Kraft nach innen und oben. Ein Dreieck bilden in die Füße. Deine Arme hoch. Gut, du stehst im Dreieck. Nun bring wieder deinen Schultergürtel zurück und den Brustkorb nach vorne. Zieh dich in die Länge. Nabel aus den Füßen hoch. Sehr gut. Falte deine Arme hinten im Rücken. Dreh rum, wirklich reingreifen, rumdrehen, nach unten strecken. Ja, und jetzt gehen die Schulterblätter wieder aktiv zurück. Und du versuchst mit dem Brustkorb nach vorne hochzukommen. Dehnst dich mit mir vor und kommst mit mir tief. Nun versuch hier eine breite Hüfte zu haben und saug den Nabel wieder innerlich hoch. Bring das Schulterblatt zurück. Streck die Krone in den Boden. Jawohl. Und Kraft in die Füße, Kraft in die Oberschenkel. Richte dich wieder auf. Jawohl. Tief durchatmen. Weite deine Arme. Ah, lass den Kiefer fallen und noch einmal.
tiefe Schultern, strammer Bizepsmuskel und Trizepsmuskel. Sehr gut. Setz deine Hände an die Rippen und versuch aus den Rippen deinen Hals herauszustrecken. Die Schulter geht tief. Lehn dich mit mir nach hinten. Lehn dich mit mir nach hinten. Spür mal die Kraft in den Beinen für die Rückbeuge. Gut. Nun krabbelst du mit deinen Händen hinten runter in die Beinrückseiten. Gut. Schau erstmal hoch. Es geht nicht um Kopf in den Nacken fallen lassen, sondern dein Kinn ist freundlich im Raum, der Hals ist lang, die Schultern sind tief. Aus den Bauchmuskeln ein wenig zurückdehnen. Streck dich in deinem Bauch lang. Ja, arbeite dich aus deinen Füßen hoch und geh mit dieser Kraft zurück. Gut, und richte dich wieder auf. Wunderbar, wir gehen noch einmal nach unten. Atmen nochmal tief aus und hängen uns aus. Jetzt bist du wieder in diesem breiten Schildkrötenrücken. Geh mit den Händen hinter die Füße, heb die Schulter breit und gehe über die Kraft im Becken nach oben und in einen breiten Rücken hinein. Nutz wieder deine Bauchmuskeln, spann die Bauchmuskeln an und rolle dich wie vorwärts auf den Vorfuß. Wieder tief atmen, wieder tief atmen. Gut, und komm wieder zurück raus. Krabbel nach vorne vor. Beug dich in deinen Beinen, setz dich nach hinten ab. Sehr gut, komm nach oben hoch. Wieder tief durchatmen, beug dich in deine Beine. Dreh die Knie satt nach außen und spring zur Mitte. Wunderbar. Jetzt, glaube ich, sind wir so richtig schön warm. Rollen wir uns nach unten. Schnauft aus, Luft raus, Schultern fallen lassen, Knie beugen. Popo ist breit, breit, breit. Setz dich ab. Komm in die Hocke. Und ganz wie du meinst, setzt du dich gerne über die Seite. Und jetzt kannst du den Stuhl nehmen oder einen Block, ein Kissen, Hauptsache du sitzt wirklich gut oben. Und dann beruhigen wir erstmal das System aus der vielleicht entstandenen Hitze. Nimm die Knie schön weit. Und bereite dich mit mir vor auf Pranayama. Dafür beende ich jetzt die Musik und ihr atmet schon mal und sammelt euch. So. Gut, Ruhe kehrt ein. Ihr seht wieder, ich sitze breit. Und falls du auf dem Stuhl sitzt, ist es okay, die Beine so ein bisschen auseinanderfallen zu lassen. Hauptsache, du holst dich ein wenig mit dem Becken hinten raus, dass du nicht in einem verlängerten langen unteren Rücken sitzt, sondern du versuchst das Becken so zu kippen, dass die Leiste nicht eng wird, aber hier ein Schwung im unteren Rücken bleibt. Klopfe dir mal den unteren Rücken ab. So, die erste Übung ist, grundsätzlich mal gucken, kann ich über dem Becken meine Rückenmuskeln aktivieren? Und das heißt nicht, ich drücke mich ins Hohlkreuz, versuch mal diese Rückenmuskeln hinten anzuspannen. Und wieder Vorsicht, Falle, es ist nicht ein Reindrücken und ein Hartmachen, es ist nur ein Saug die Muskeln an. Stabilität. Und jetzt guck mal, hinten halten, vorne den Bauch so richtig schön locker haben. Nimm mal das Kissen und schüttel das Bauchkissen mal so ein bisschen aus. Dieses ist locker, richtig locker. Hinten hast du die Stabilität. So, und dann schließ einmal die Augen. Und wir gehen in diesen wunderschönen Ujjayi-Atem über. Dieser Ujjayi-Atem, der an der Kehle entlang läuft. Wie ein göttlicher Saft. Und du baust diesen göttlichen Saft zu einem Kanal, wo es hineinfließen kann. Also stell dir vor, du lässt es hineintropfen, hineinlaufen. Der Hals von der Seite her schmal. So, und jetzt konzentrierst du dich mit den Augen so ein bisschen auf das Zentrum von deinem Gesicht. Ohren bleiben breit.
und lenkst zielgerichtet deinen Atem nach unten in den Boden deines Beckens. Stell dir vor, dein Atem ist wie ein Trampolinspringer. In deiner Einatmung landet der Trampolinspringer im Boden des Beckens, dein Trampolin. Und im Ausatmen fliegt er wieder hoch. Der Trampolinspringer oder die Springerin. Und falls du Trampolin schon mal gesprungen bist, weißt du, wie die Flugphasen sind. Und die Flugphasen sind die Phasen deines Atems. Es ist so, als würdest du dich immer zwischen Krone und Becken strecken. In den Seiten strecken. Mit der Einatmung steigt deine Krone und senkt sich dein Beckenraum tief. Dehnspannung zwischen Krone und Boden deines Beckens, dazwischen der Sound von Ujjayi. Jetzt schau mal, dass wir nicht nur die Länge haben, sondern dass sich die Nieren in deinem Rücken auffächern, während du dieses tust. Es ist so, als würdest du einen Schirm öffnen. In deiner Einatmung, die Nieren mit den Blättern schweben weit nach außen, während du tief nach unten im Becken landest. Und in deiner Ausatmung schließen sich wieder die Nieren in die Nähe des Kerns und die Blätter sinken im Rücken. Und in der Einatmung wird wieder alles weit. Gönne dir noch 3 Atemzüge in Ujjayi. Weite dich in deinem Rücken, verlängere dich in deiner zentralen Achse. Löse diese Haltung erstmal auf, mach dich weich, wiege dich nach links und nach rechts. Jetzt lüften wir erstmal mit verrückten Atemzügen deine Lunge. Indem du einfach ganz normal einatmest, spürst, wie die Nüstern sich ganz fein und zart öffnen, so als würdest du den Raum schnuppern wollen. Und dann machst du so ein nochmal. Stoße so ein wenig über dicke Backen, dicke Wangen, die Atemluft aus, noch einen, sehr gut, sinke noch einmal, mach dich ganz rund, roll mal den Kopf über die Vorderseiten zu den über die Vorderseite zu den Seiten, so pendle mal deinen Kopf und lass mal die Brustwirbelsäule mitschwingen, wie in die Gegenbewegung. Deine Brustwirbelsäule und deine Rippen gehen in die Gegenbewegung zur Baumelbewegung deines Kopfes.
Lass den Kopf locker fallen und bewege deine Rippenbögen in die Gegenbewegung zu deinem Kopf. Sie buchten sich so aus, deine Rippen, wie der Kopf zur Seite hängen kann. Und lass die Schulter mitfallen. Und nochmal, buchte die Rippen zur Seite aus und lass den Kopf baumeln von Seite zu Seite. Und komm wieder zur Mitte zurück. Die nächste Stufe ist, wir halten die Luft, Kumbhaka. Hol wieder die Lendenwirbelsäule so hoch. Mach mal so langsam, wie du ganz da unten deine Muskeln spüren kannst. Klopf mal ab da hinten, das ist stabil. Jetzt differenziere, dein Bauch, der ist weich. Der ist ganz weich. Hinten hältst du, Schulterkappe breit, Schlüsselbeine zur Seite. Hinten breit, vorne breit, lang nach oben. Richte dich aus, zentriere dich zum Kern mit deinem Gesicht, schließe die Augen, weite Ohren. Atme in Ujjayi und lenke, ziehe sicher deinen Atem in den Beckenboden. Hebe wieder die Nieren an und weite die Schulterblätter im Rücken nach außen. Und dann atme tief ein, senke dein Kinn und halte die Luft. Kumbhaka, der Topf, das Gefäß. Halte die Luft in deinem Gefäß. Und ganz langsam lösen. Wiederholen wir nochmal. Tief einatmen. Am Ende der Einatmung halten, weite dich in deinen Schulterblättern, hebe die Nieren, baue dir ein großes Gefäß, in dem du die Atemluft hältst, weite den Hinterkopf, halte noch einen Moment und lass langsam die Luft wieder raus, ausatmen, ausatmen, sinken die Nieren, sinken die Blätter, sinken die Rippen. Du bist lang in deiner Wirbelsäule. Nochmal ein letztes Mal. Atme tief in Ujjayi ein. Langer Ujjayi-Atem. Am Ende der Einatmung Luft halten, Kumbhaka. Fülle das Gefäß. Spanne alles im Gefäß nach außen. Weite die Achseln nach außen. Spanne die Nieren aus deinem Becken hoch, sauge den Bauch eng ein, benutze die unteren Rückenmuskeln und mach einen leichten unteren Rücken. Zieh noch weiter nach oben und lass langsam wieder die Luft raus. Gebe dir nach und atme ganz normal weiter. Sehr schön. Wenn du magst, lässt du die Augen zu. Wenn du Unterstützung brauchst, öffne die Augen. Wir gehen weiter mit Kapalabhati. Noch einmal, deine Popobacken sind wie ein breites Kissen auf deinem Kissen. Deine Rückenmuskeln, die werden stark, leichter, hohler Rücken. Was nicht heißt, du drückst dich ins Hohlkreuz, immer wieder. Die Rückenmuskeln greifen hinein. Der Bauch ist weich, das ist dein weiteres Kissen. Das ist ein Kissen und das ist ein Kissen. Und jetzt bewegen wir mal das Kissen raus und rein. Drück mal den Bauch richtig schön raus. Bleibe hinten stabil und sauge diesen Bauch aktiv ein. Hinten stabil, nicht nachgeben. Nochmal, drück den Bauch mal ein bisschen raus. Okay, hinten stabil, Kissen wieder rein. Jetzt machen wir mal so ein bisschen so eine Raus-Rein-Bewegung. Kannst du den Bauch mit all seinen Organen da drin einfach nur einziehen, während du den unteren Rücken hältst? Mach mal diese Bewegung, die du mechanisch machst, weiter und mach mal ein.
Löse dich wieder, löse dich in den Rückenmuskeln, werd weich und schnauf mal ganz normal durch. Kapalabhati ist der aktive Ausatmen und der passive Einatmen. So, die Luft fällt von alleine in deine Lunge, das ist passiv, aber du musst helfen, aktiv auszuatmen, das geht kaum von allein. Aber von alleine geht's, ist die Atemluft drin. Gut, jetzt beginnen wir mal mit Kapalabhati. Das heißt, du streckst wieder die Popobacken raus, versuche wieder den unteren Rücken so ein bisschen von hinten her stabil zu machen. Sei dir gewahr, dass der Bauchraum weich ist. Weite die Schulterkappen, streck die Krone hoch und leg deine Hände locker über die Knie. Wenn es jetzt nicht gleich klappt, ist kein Problem, wir werden das öfters noch üben. Zentriere die Blätter in der Nähe der Wirbelsäule tief nach unten, sodass du obenrum wirklich frei bist, lang im Lot zur Erde. Wenn du möchtest, schließt du deine Augen. Atme einmal tief ein und aus. Atme tief ein, aktiviere den Rücken. Und nun schleudere die Bauchdecke rein. Und löse das erstmal auf und löse du dich in deiner Spannung. Jetzt verfeinern wir das. Das war mal so ein Probedurchlauf. Wieder tief atmen. Stell dir vor, dass dein weicher Bauch ein Daunenkissen ist, was du aktiv gegen die Lendenwirbelsäule schleuderst, während die Lendenwirbelsäule für Stabilität sorgt wie eine Wand. Es ist wirklich, als würdest du das Bauchkissen gegen diese Wand klopfen, während du ausatmest. Die Bauchmuskeln zucken nach innen sozusagen und sie lassen sich auch wieder so los. Wir versuchen einen zweiten Versuch ein wenig differenzierter. Leg deine Hände über die Knie. Strecke dein Sitzkissen breit auf das Kissen. Aktiviere deine Rückwand, deinen Rücken. Deine Muskeln saugen sich an die Wirbelkörper von der Seite heran. Leichter Hohlraum, breites Kreuz. Atme mit mir tief ein und aus, Ujjayi. Atme tief ein, dann Kumbhaka, das Gefäß. Und beginne mit Kapalabhati. Am Ende deiner nächsten Ausatmung halten. Halten, Kumbhaka. Lass langsam los und atme tief durch. Öffne deine Augen, löse alles wieder auf. Wir versuchen einen weiteren Versuch. Wir optimieren uns noch eine Stufe weiter hinein. Bewege dich und schlage jetzt einmal deine Beine andersrum ein. Lockere mal deine Beine, hol sie rein und nimm die Knie so weit wie du kannst nach außen. Dachziegel, die Knie hängen nach unten. Nun nimm das Gesäß nochmal hinten heraus. Du hast ein breites, fluffiges Kissen auf dem Kissen oder auf dem Block. Jetzt aktiviere deine Rückwand. Wieder Vorsicht, Falle. Es ist nicht Druck auf dem Rücken, es ist ein von außen nach innen Saugen der Rückenmuskeln. Die Rückenmuskeln saugen sich an jeden Querfortsatz ran und helfen dir in die Streckung.
Jetzt beobachte den Bauch. Ich habe den immer gerne fest. Lass den einmal los, hinten stabil. Weite dich in deinen Blättern. Krone ist hoch. Das Gaumensegel steigt aus dem Schulterrand. Atme wieder du in Ujjayi. Hol dir dieses Daunenkissen, was du im Pulsschlagrhythmus gegen die Wirbelsäule ziehst. Werde nicht zu schnell. Bleibe in deinem Rhythmus, in deinem Pulsschlagrhythmus. Wir atmen. Nächste Runde. Aktiviere die Wand im Rücken. Atme aus. Atme nochmal ein und sauge die Rückenmuskeln an die Querfortsätze. Halte die Rückenstreckmuskeln und nochmal dann Kumbhaka, atme ein. Kumbhaka, bau dir das Gefäß auf, breit, schaff dir Raum von innen. Und beginne mit Kapalabhati. Steigere dich noch um weitere 12. Halte. Lass die Luft langsam ab. Die Bauchmuskeln lösen. Atme tief durch. Und löse die ganze Körperspannung. Werde weich. Werde ganz weich. Gebe dir nach. Rolle den Kopf. Pendle den Kopf von der Seite. Nur werde dir bewusst die Seiten. Klopf dir die mal ab. Und rolle den Kopf so zu den Seiten, dass du quasi diagonal zu deinem Kopf pendeln, die Rippen zur Seite heraushebst. Deine Wirbelsäule sich wirklich auch lang macht. Du sitzt nicht rund und schlapp. Schaukle dich über deinen Sitzknochen nach oben. Klopfe die Seiten. Wunderbar. Löse dich vom Klopfen. Pendle. Ein Schwung. Und nun schau mal auf deine Nase. Die Nasenflügel saugen die Luft an, während du pendelst. Komm wieder zur Mitte. Richte dich aus. Eine letzte Runde für dich. Eine letzte Runde Kapalabhati. Kapalabhati, das dich reinigt im Bauchraum, in den Rippen. Durch das Schleudern der Bauchorgane gegen die Lendenwirbelsäule wird das Zwerchfell aktiv. Deine Rippen drücken zusammen. Behalte die Krone oben klar, scheinend, weich. Genauso wie ich es zeige, mach ruhig mal mit den Händen, dass es nach oben aufgeht, alles auf. Ja, nach unten hin, schön walgendes Kissen, das Daunenkissen schlägt aus.
Leg deine Hände ausgedreht, diesmal über die Knie. Finale, bring deinen Brustkorb in die Hebung. Zentriere die Muskeln in deinem Rücken, stabile Wand in deinem Rücken von unten nach oben bis hoch zum Hinterhaupt. Wirklich, das Hinterhaupt streckt dich in der Wirbelsäule. Lote dich mit deinen Sitzknochen in den Boden aus. Sie geben eine Pfeilkraft nach unten. Taille ein bisschen aktiv. Wunderbar. Wir atmen tief durch in Ujjayi. Weite dich in deinen Augen. Lenke deinen Ujjayi-Atem durch den zentralen Kanal. Streiche durch diesen zentralen Kanal mit Ujjayi. Nun atme mit mir ein und Kumbhaka, der Topf, das Gefäß. Senke Kinn, hebe das Brustbein, halte hoch. Weicher Bauch, stabiler Rücken. Und beginne mit 120 Mal Kapalabhati. Aktiviere alles. Halte. Atme. Tief durch und löse alles. Löse alles in deinem Rücken, werde weich, weich in deinen Händen. Bewege dich fließend in deinen Rippen. Öffne deine Augen, komm wieder an. Ich bin mir gar nicht ganz sicher, ob ich vorher gesagt habe, 36 Mal bekam dann die 120. So, öffne nochmal. Dich in deinem Kiefergelenk. Öffne den Mundraum. Weite dich in deinem Gesicht. Sehr schön. Streck mal deine Beine nach vorne aus. Wunderbar. Schlenkere die Beine aus und komm runter von deinem Kissen. Lege dein Kissen und deine Decke weg zur Seite. Und leg dich ab auf den Rücken. Es ist getan. Ruh dich nochmal aus. Jetzt schlage ich für dich noch einmal die Klangschalen und sinke tief in dein Inneres. Atme ganz normal weiter. Ganz normal weiter. Ja, spüre deinen Atem. Ich komme mit meiner ersten Klangschale. Lass jetzt die Spannung aus deinem Körper los. Atme tief aus und gib all dein Denken ab, jetzt.
Deine Nasenflügel sind weich und zart, dein Atem gelöst. Nichts hältst du mehr fest. Verbinde dich mit der äußeren Hülle deines Körpers und stell dir vor, du atmest durch sie hindurch, zart. Weite deine Sinne für den Raum und all das, was um dich herum ist. Und singe mit dem letzten Ton in deine Stille. Nichts bewegt sich mehr, nichts passiert. Löse dich von allem Tun. Bleibe liegen bleibe genieße lege deine Hände aufs Herz und lausche meinem Om, das ich heute für dich summe und singe und nehme Gutes und Nährendes mit hinein als Schutzraum für unseren Livestream heute Morgen und lass dir sagen, ich bin da. Für dich. Fühl dich umarmt. Namaste.